Aha, oh. Da hat sich der Schrank aufgetan. Kann ich hier noch was? Nee. So. Ah. Es scheint wirklich ein Stück Haut zu sein. Wow, krass. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner Leinwand. Ich musste ein Messer finden. Nicht irgend so ein Brotmesser. Es musste scharf wie eine Rasierklinge sein. Also nutzte ich tatsächlich eine Rasierklinge und zog vorsichtig die Haut ab. Der Suf half. Was? Ja, der Suf half dabei, meine Hand ruhig zu halten. Das hat er ja gesagt vorhin. Okay, war das jetzt der erste Abschnitt? Wie viel haben wir denn dann? Eins, zwei, drei, vier. Okay, sechs Abschnitte, so wie es aussieht. Ich will ja nicht wissen, was da noch kommt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Diesen Flur haben wir gesehen. Ganz am Anfang. Ja, toll. Ja, das haben wir auch schon gelesen. So, was haben wir denn Schönes hier? Ah, ja. Tschö. Mach halt grad zu. Hä, was ist das für ein Aufzug? Ah, da kann man sich hinsetzen. Schön. Was haben wir hier? Emergency Stop. Und? Was steht hier? Light? Was? Und auf Emergency. Ach, egal. Wo müssen wir eigentlich hin? Was? Hallo? Geht nicht. Ach so, ich glaube, ich muss die hier zumachen. Jetzt. Okay, ich guck mal da rein. Da kommt doch jetzt bestimmt wieder was richtig Gutes. Das heißt, ich guck da rein, ich guck raus. Raus. So, was? Da stand was. Alter, das ist nichts für schwache Nerven, wirklich. Gut. Natürlich, ein Flur mit vielen Türen und ja. Alles zu. Ich habe immer Schiss, dass dann wieder irgendein Jumpscare passiert, wenn ich so ein Teil versuche aufzumachen. So ein Teil, so eine Tür. Ah. Okay. Jo. Wer hätte es gedacht? Ich hab eine Tür gehört. Ah. Da ist eine Tür. Wir humpeln mal zur Tür, die offen ist. Das ist sehr vertrauenserweckend. Hallo, guten Tag. Was ist das hier für ein Raum? So, mach hier zu. Mach doch mal zu. Ich will nicht. Ach, nein, ich will nicht. Hallo? Mach doch mal das Ding zu. Danke. Und jetzt? Ach, da ist noch irgendwas. Ein Schlüssel. Was ist da drin? Ein Zettel. So. Hä? Was ist denn das hier oben? Während ich ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich ihrer Frau sowie ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich habe ich sie haben selbstverständlich nochmal.
Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. William H. Green. Okay. Also mit seiner Frau ist was passiert und Hauttransplantat, das hört sich für mich so an. Wenn wir uns zurückerinnern in der, ja, ganz am Anfang ersten Folge oder wann auch immer, haben wir ja noch Zeitungsartikel gefunden, wo ein Brand irgendwo gewütet hat. Ist seine Frau oder unsere Frau in dem Fall verletzt worden, liegt deshalb im Krankenhaus und ist er verzweifelt, will seine Frau, was aber auch wieder komisch ist, weil er ja Eheprobleme hat. Wahrscheinlich hat er sich wieder in den Suff geflüchtet oder in dem Fall wir und ja, hat halt in seinem Delirium wieder unüberlegt irgendwelche Briefe geschrieben. Oh, ich höre was. Cool. Boah, das ist... Also ich muss sagen, auch wenn es ein Horrorspiel ist, es ist schon cool gemacht. Atmosphärisch bisher auch richtig geil. Da passiert doch jetzt gleich was, wenn ich reingehe, aber ich höre mir das kurz noch an. Das hört sich cool an. Schön. Scheint unsere Frau zu sein. Ist ja Musikerin. Oh, der Zettel. Mhm. So. Was sagt der Zettel? Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay, vom Erinnerungsfetzen aus betrachtet, also das, was man jetzt gehört hat, scheint zu diesem Zeitpunkt die Beziehung noch gut gewesen zu sein. Sehr motiviert beim Malen. Er, also in dem Fall wir, als Künstler in Richtung Bild, bildende Kunst und er und sie bei der Musik. So, was passiert? Ah ja, das Bild löst sich auf. Schön. Naja, nicht schön, aber hm. So, und jetzt? Und das sind die Notenblätter, die wir ganz am Anfang auch auf dem Piano gesehen haben. Die verbrannten. Also würde schon fast naheliegen, dass da irgendwas passiert ist. Okay. Da drüben waren wir. Ja, ja. Oha. So. Humpel, humpel. Ja. Abgeschlossen. Ich habe noch einen Schlüssel in der Hand. Hä? Da ist rot. Ah. Hallo, Jumpscare. Oder auch nicht. Okay. Ja, da können wir rein. Ah. Erstmal die ganzen Schränke durchwühlen. Aha, aha. Ich hör Feuergeknister. Ja, da ist zu. Schön. So, dann gehen wir mal dahin. Was ist denn hier? Ah, da geht's hoch. Schön. Oh, da brennt was.
Ja, haben wir ja gehört. Okay. Also so verkehrt mit meiner Annahme, dass irgendwo was brennt, lag ich nicht. Und dass irgendwas verbrennt, bestimmt auch nicht. Bevor ich da weitergehe, gehe ich mal noch. Ich hoffe, ich breche hier nicht ein. Hundertprozentig muss ich davor. So. Hä? Was ist... Soll ich erstmal dahin? Ich bin unschlüssig. Ich will hier nicht durchbrechen, das ist das Problem. Da brennt doch was da unten. Liegt hier irgendwas? Kann ich da was lesen? Was ist das? Stühle oder irgendwas, was da rumfahrt? Ich habe keine Ahnung. Sieht so aus. Möbelt auf jeden Fall. So. Ah, ein Bild. Sind es wir mit unserer Frau? Ja, ich laufe hier wieder in den dunklen Ecken rum, ich weiß. Nein, ich werde hier bestimmt nicht drüber gehen. Und hier durchbrechen. Aus reinem Eigenschutz mache ich das nicht. Da gehen wir lieber mal durch die Tür da hinten. So, wieder ein Kleiderständer, okay. Ansonsten nichts weiteres. So, guten Tag. Ich will nicht wissen, was das war. Und der Wind ist es auch nicht. Nein, das ist nicht der Wind. So macht kein Wind. Alter! Schreck, lass nach. Sage ich dazu nur. Hier fliegen wieder irgendwelche Mückchen rum. So, hier sind wieder überall Weinflaschen der Verzweiflung. Oder die Verzweiflung wurde wieder ertränkt im Alkohol. Aha. Na toll. Na toll. Das ist sehr vertrauenserweckend, wenn es hier viele verschiedene Wege gibt. Wo rennen die Ratten rum? Oh, da ist irgendwie... Ist das... Hä? Jo. So. Ah, ein Zettel. Schön. So. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und Sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere, ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur, ja. Schlaflosigkeit, nicht bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhaltung, schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depersonalisation, was soll das überhaupt bedeuten? Ja, genau, was ist das? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen, könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen, hm. Ist das eine Diagnose von uns? Weil ich interpretiere das jetzt rein wegen hier ungeschickte, schwerfällige Bewegungen, könnte vom Unfall kommen. Also wir humpeln ja und haben eine Prothese. Sind wir auch schizophren? Allein schon das, was wir jetzt mit den Bildern hier machen oder unsere Vorgeschichte, was wir jetzt schon so mitbekommen haben, könnte es vielleicht hinkommen. Super. Will ich hier in das Eck überhaupt gehen? Aha, hier am Ausfallen. Schön. Hier ist wieder alles zu. Ich habe immer Schiss, mich umzudrehen. Jetzt, wo das vorhin war, im
In dem einen Zimmer. So, da liegt wieder Obst rum. Obstschale, lecker schön. Ah, hier, ne? Oh, ich kann sogar hier noch rein. Soll ich erst da reingehen? Das sah mir hier ein bisschen... Ja, das sieht mir hier offensichtlicher aus. Was steht denn hier? Make up your mind. Entscheide dich. Okay. Ich gucke hier in das Zimmer rein. Kann aber sonst nichts erkennen. Okay, wir gehen mal davor in das Jagdzimmer. Ich sag mal Jagdzimmer, weil halt da der Kopf überm Kamin hängt. Dieser Hirschkopf. Na, toll. Da ist wieder ein Schaukelstuhl. Ja, schön. Oh nein, wieder so ein gruseliger Raum. Hallöchen. Na toll. Dieser Schatten. Oh, Licht. Schön. Ich kann Licht anmachen. Juhu. Ah, da liegt da wieder was drin? Nee. Nein, hier ist auch nichts mehr. So. Alter, was ist das? Schon ohne Jumpscare gruselig. So. Hier mach mal an. Dankeschön. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Na toll. Was passiert jetzt als nächstes? Ich will es gar nicht wissen. Gut, hier gibt es nichts mehr zum Lesen. Dann gehen wir mal da durch. Hier. Yippie. Guten Tag, ich bin hier. Alter, willst du mich verarschen? Also das sollte ein Zimmer nicht machen. Ich gehe hier nochmal rein. Was? Was war das? Oh, ein Tresor. Safe und Lock Co. Was? Ja, ich kann jetzt hier so viel... Ja. Ich glaube, ich brauche eine Kombination. Die müssen wir noch suchen. Aber ich laufe hier mal rum. Und dieses gruselige Bild. Echt, ey. Alter. Ja. Aha, hier. Kuh an Wand hat's verrissen. Oh. 314. Aha. Wer hätte es gedacht, da liegt's rum. So, machen wir mal hier. 314. Vor allen Dingen 314, was heißt das jetzt? Moment. 314. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. Ey, keine Ahnung. 340. 340, 314. Keine Ahnung, was heißt das hier? Wenn es jetzt ein Zahlenschloss gewesen wäre, hätte ich gesagt, alles klar, aber hier sind nur 0, 10, 20, ja, also, ne? Für den Safe wird es wahrscheinlich nicht sein. Gibt es hier noch irgendwo ein Vorhängeschloss, ein Zahlenschloss oder so irgendwas? Dann müssen wir mal weiter gucken. Vielleicht hier vorne irgendwo. So, Hallöchen, ich bin's nochmal. Ja, hier. Aha. Was geht hier? Geht's nicht durch. Gut. Geflüster, aber geht nicht durch. Alles klar. Gut, Kollege, was geht ab?
Eine Uhr. Na ja, toll. Ja, das Bild wird. Das Bild wirkt ein wenig komisch. Sehr alt und ver. Ja. Überall Risse drin jetzt auf einmal. Wie ist denn das passiert? Hier, was? Seile. Okay. Nix. Nix. Gut. Haben wir durchsucht, ist nix. Ja, guten Tag. Was? Sollte ich ja so bestimmt nicht aussehen? Das ist doch, hä? Das ist doch spiegelverkehrter Raum da drin. Aber wir haben kein Spiegelbild, was auch immer das bedeutet. Es kann nicht rückgängig gemacht werden, was? Nochmal. Ja. Was steht hier? Selbe nochmal. Ja, es kann nicht rückgängig gemacht werden. So, dann mal da rein. Boah, Alter, wie es aussieht. Soll ich da jetzt durchgehen?